So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich und herzlich willkommen zu StarCraft 2. Viele von euch haben sich gewünscht, ich soll mal so ein bisschen so ein Tutorial machen und so ein bisschen erklären, was man so als Zergspiel alles macht. Okay. Ich habe mich hier für ein ZVZ ausgesucht, weil es da jetzt weniger darum geht, was für Units baue ich, sondern mehr darum gehen soll, strategische Entscheidungen zu treffen, die einem das Spiel am Ende gewinnen können. Also ich werde jetzt hier nicht auf Micromanagement eingehen, von wegen, ja, wie stutterstep ich jetzt und wie droppe ich jetzt links und rechts und solche Sachen, sondern mehr darauf, expandiere ich, greife ich an, defende ich, wie, in welcher Situation stehe ich zu meinem Gegner? Sprich mehr so dieses Reading. Was, wo stehe ich, wo steht mein Gegner? Dafür habe ich mir ein Replay ausgesucht von mir, weil ich dachte mir, da kann ich mir am besten, naja, meine Gedanken dazu äußern. So. Moment, wie läuft das hier? Achso, ja. So. Dann machen wir mal das Ganze ein bisschen schneller. So, ZVZ ist so eine Sache. Ich eröffne ZVZ gerne mit Hedge First. Geschmackssache. Man kann es mit Pool First eröffnen. Ja, muss jeder für sich wissen. Hedge First gibt ein bisschen einen Eco-Vorteil. Pool First ist sicherer gegen 6-Pool, 8-Pool, solche Späße. Okay, so. Moment. Direkt Punkt 1. Ich hatte jetzt Luck, habe den Gegner gefunden. Wenn man sieht, dass der Gegner die Hedge baut, wenn man das Timing nicht kennt, super leichter Trick, man klickt auf seine Hedge und man klickt auf die eigene Hedge. Und man weiß, ich wusste, ich bin Hedge First gegangen, habe meine Hedge geklickt, habe gesehen, 970 live. Der Gegner, 630 live. Entsprechend ist er nicht Hedge First gegangen. Was heißt das in der Situation? Ihr seht meine Sicht. Er ist nicht Hedge First gegangen, heißt, ich habe den Eco-Vorteil. Das weiß. Im Moment weiß ich nicht, ob er das weiß. Aber ich weiß, ich habe den Eco-Vorteil, also hat er den Aggressiv-Vorteil. Das heißt, er ist Pool First gegangen, kann also somit momentan ein aggressives Speedling-All-In spielen, Banelinge können früh kommen, solche Sachen. Das muss ich jetzt im Blick haben. Ich reagiere darauf, indem ich meine Defense stärke. Nicht übertreiben. Ich will den Eco-Vorteil behalten. Ich will jetzt nicht mich so stark committen, dass ich meinen Eco-Vorteil verschenke. Ich bin das hohe Risiko gegangen, Pool Hedge First zu gehen. Also habe ich jetzt die Belohnung, den höheren Eco-Vorteil zu haben. Den will ich behalten. Trotzdem sollten wir in dem Fall jetzt zum Beispiel Gas abbauen, um selber Speedlinge zu machen, damit, wenn er drauf kommt, dass wir den Eco-Vorteil haben, er nicht uns einfach über den Haufen rennt. So. Wir scouten kurz, sehen seinen Pool. Hier sieht man ganz gut, ich überlege kurz, ob ich hier rüber scouten soll, seinen Gas holen. Aber ich werde mich jetzt gleich dagegen entscheiden. Das sind solche so kleine Entscheidungen. Risiko oder Sicherheit? Riskiere ich meinen Overlord? Oder bringe ich ihn in Sicherheit? In dem Fall habe ich mich für Sicherheit entschieden, einfach wegen folgendem. Was bringt's mir? Das ist immer die Frage. Was bringt mir das Risiko? Ich riskiere, der Overlord nachher an der Queen zu verlieren, weil offensichtlich ist sein Pool schon länger fertig. Ich riskiere, den Overlord zu verlieren. Und wofür? Damit ich sehe, dass er Gas hat. Er hat höchstwahrscheinlich Gas. Und selbst wenn nicht, ist er so oder so in der aggressiven Position. Also spare ich es mir. Außerdem, da jetzt schon Zerglinge kommen, will er offensichtlich aggressiv gehen. Es ist immer so eine Sache, dass man auch lernt, wer sein Gegner ist. Der Gegner ist immer ein Mensch. Und der Mensch hat immer Vorzüge. Also jeder Mensch mag einen gewissen Spielstil. Ich pausiere hier kurz. Das heißt, jemand, der anfängt aggressiv zu spielen, wird höchstwahrscheinlich das ganze Game über aggressiv spielen. Das merkt ein Zergspieler sehr leicht gegen Terraner. Habe ich einen terranischen Gegner, der mich von Anfang an, beim ersten Minweg droppt, muss ich mich darauf gefasst machen, dass er mich das ganze Game lang über durchdroppen wird. Er wird links droppen, rechts droppen, die ganze Zeit. Er wird nicht mittendrin sagen, oh nö, kein Bock mehr. Er ist einer, der mag droppen, er wird durchgehend das ganze Spiel über droppen mögen. Entsprechend hier habe ich einen Gegner, ich habe direkt gesehen, dass er Zerglinge baut. Er will also aggressiv gehen, er will, ist extrovertiert, er will nach außen. Das wird er wohl durchziehen. Er wird jetzt nicht plötzlich sagen, oh nö, jetzt doch nicht. Es gibt immer die Chance, dass es nur Scouting-Zerglinge sind, aber im Normalfall kann man sowas lesen. Gegen einen Terra zum Beispiel, wenn der Terra nämlich nicht droppt, die ersten 25 Minuten, kann ich davon ausgehen, dass da nicht viel Dropping-Action kommen wird. Ihm wird nicht bei Minute 30 einfallen, oh, mit Medivac könnte man mal droppen. Sieht man auch hier ganz gut. Direkt die erste Queen, die ist von hier, von seiner Mainbase, bis hier vorgelatscht und wird jetzt meinen Overlord verfolgen, bis wohin auch immer, nur um den Kill zu kriegen. Er will jetzt diesen Kill! Das merkt man, werdet ihr auch gleich sehen, wie das weitergeht. So, hier
ein bisschen Mining Time aufzugeben, um keine Drohnen zu verlieren, ist meiner Ansicht nach eine gute Sache. Gerade gegen zwei Zerglinge ist sehr ärgerlich, dann auch noch eine Drohne zu verlieren. So. Ich habe übrigens absichtlich hier oben das Fenster, die Anzeige weg und auch die Produktionsanzeige weg, weil ich euch nicht zeigen will, was der Gegner macht. Ich wusste es in diesem Zeitpunkt nicht und ich will euch hier praktisch zeigen, wie man den Gegner readen kann. Wie man aus wenig Informationen viel lesen kann. So. Okay, hier haben wir seinen Overlord. Soweit alles gut. So, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Gut, der Ovi ist gestorben. Der kommt übrigens nicht weg. Wichtig ist in so einem Fall, gerade wenn man aggressiven Gegner hat, seine Ovis über die Map zu verteilen, um Sicht zu haben. Man will sehen, wenn er rauspusht. Gleichzeitig will man aber auch die Dritte im Blick haben. Deswegen habe ich diesen Overlord hier an seine Dritte geschickt. So. Gleichzeitig empfehle ich eine dritte Queen. Wenn man nicht selber nicht besonders aggressiv gehen will, ist eine dritte Queen immer eine gute Investition. Man braucht sie früher oder später sowieso. Außerdem ist sie ein großer Vorteil für den Creep Spread und man kann im Notfall die Choke zu machen. Finde ich ist immer eine sehr gute Sache. Auf jeden Fall den Einsatz wert. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nachdem ich Speed angedrückt habe, kein Gas mehr abzubauen, weil ich mir erstmal meinen Eco-Vorteil weiter aufbauen will. Von ihm habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Ich werde aber selber mit ein paar Zerklingen reinpushen und natürlich den Overlord rächen. Übrigens, an der Stelle ein kleiner Tipp. Nicht mit der Queen, Attack Move zum Overlord hin. Machen viele. Attack Move, die packt ihn sich schon. Man verschenkt unnötige Sekunden. Mit der Queen Rechtsklick unter den Overlord. Bitte nicht auf den Overlord. Rechtsklick unter den Overlord. Und dann, wie ihr es hier seht, in meinem Fall habe ich so gemacht, Rechtsklick unter den Overlord und dann Attack Move zurück. Das Ergebnis ist, die Queen schleicht sich unter den Overlord und der Gegner kriegt keine Unit wird angegriffen Angabe. Das heißt, er übersieht das in 99% der Fälle. Die Queen schnappt sich den Overlord, fängt an auf den Overlord zu schießen und steht bereits unter ihm. Das heißt, sie schafft ihm erstmal, sagen wir mal, 50 bis 100 Schaden zuzufügen, bevor sie anfangen muss, hinterher zu latschen. Entsprechend spart man sich, sagen wir mal, einen Haufen Platz, ich will jetzt nicht sagen 10 Meter oder was, die Queen dem Overlord hinterher dackeln muss. So kleine Tipps am Rande. So, wir werden jetzt gleich mit den Zerglingen reinpoken. Das mit den Zerglingen ist jetzt so eine Entscheidung, das mache ich nicht ständig. Ich habe gemerkt, er ist aggressiv. Gerade gegen aggressive Gegner ist es sehr sehr riskant, gar keine Defense zu bauen. Anders als Defense zu bauen, ohne Angabe, dass er was Aggressives spielt, ist natürlich auch Verschwendung. Entsprechend habe ich mich dafür entschieden, einfach mal ein paar Zerglinge zu bauen. Das sind nicht überragend viele, das sind 12 Stück. 12 Zerglinge, wenn er keine hat, reichen 12 Zerglinge, um ihm locker so viel Schaden zuzufügen, dass die sich lohnen. Hat er einen Haufen Zerglinge, reichen die 12 Zerglinge, um ihn so lange zu delayen, bis ich eine größere Defense habe. Das einzige Problem ist, wenn er auch so ein paar Zerglinge hat, dann habe ich sie verschenkt. Aber da er so eine aggressive Natur ist, habe ich das nicht. Habe ich das in dem Moment irgendwie als lohnend empfunden. So, wir schauen, was er hat. Okay. Er hat sich eingemummelt. Passiert. In dem Moment hat man zwei Optionen. Entweder will ich die Queens oder will ich Eco-Schaden machen. Ich mache jetzt leider den Fehler und entscheide mich um. Ich denke mir erst, ich schnappe mir die Queens, merk's, die Queens wird nichts und entscheide mich dann um von wegen, ja, ich versuche durchzuhuschen und mache ein bisschen Eco-Schaden. Das ist halt die Sache, ne? Ich habe gelesen, er spielt ein bisschen aggressiv und dachte mir, er wird das durchziehen. Dass er jetzt hier den Wall inzieht, ja okay, passiert. Wichtig ist, nicht in Panik verfallen. Aha, da kommen die Zerglinge. In dem Moment weiß ich, diese Zerglinge zu sehen war super wichtig. In dem Moment weiß ich, er hat Zerglinge gebaut und zwar nicht wenige. Er wird jetzt nicht nur drei Paar gebaut werden, er wird wahrscheinlich den Z-Knopf durchgedrückt haben. Ich weiß, jetzt hat er Zerglinge. Jeder Spieler überhalb von Silber wird, wenn er Einheiten hat im ZVZ, diese nutzen. Die werden nicht in der Base rumstehen. Also, vorbereiten dafür, dass Zerglinge kommen. Man baut eine Wall, man hat einen Spycrawler schon, den habe ich vorhin schon gebaut, als ich gesehen habe, dass da ein bisschen was im Busch ist. Und die zusätzliche Queen ist natürlich jetzt doppelt von Vorteil, weil A, ich habe hier den Creep und B, die hat schon genug Energie, um einen Transfuse zu setzen. Immer sehr praktisch. Da kommen bereits die Zerglinge angewackelt. Dafür übrigens auch die Overlords über die Map verteilt. Super wichtig. So, gut, Zerglinge. Beschleunigen wir mal das Ganze ein bisschen. Seht ihr? Zugechoked. Er macht das ganz richtig. Er geht hier jetzt für den Eco-Schaden. Und ich habe jetzt Zerglinge im Gegenzug gebaut. Zerglinge zu bauen auf Antwort für Zerglinge, auch wenn man nicht
damit rechnet, dass sie großen Eco-Schaden machen, ist wichtig, weil es kann jetzt jederzeit sein, dass hier auf der Map auftaucht, ich habe leider nämlich den Overlord hier vorne verloren, dass hier jederzeit neue Zerglinge auftauchen und dann ist man natürlich gefoppt mit nur 3 Kills. So. Das ist jetzt ein bisschen doof von mir gewesen. Ich habe nicht gemerkt, dass ein Teil der Zerglinge stehen geblieben ist. Gut, kann passieren. So, wichtig ist jetzt natürlich, seine Units benutzen. Das heißt, ich habe diese Zerglinge gebaut. Gleiche Situation wie vorhin umgekehrt. Ich habe diese Zerglinge jetzt gebaut. Wichtig damit jetzt, Druck machen, ihn zu zwingen, Zerglinge zu bauen. Ich muss nicht unbedingt kämpfen. Es reicht, wenn ich so tue, als ob. Ich täusche ein bisschen an. Ich gehe in die Nähe seiner Base, mache ein bisschen Druck, erschrecke ihn ein bisschen. Es reicht mir, wenn er 2, 3, 4 Banelinge baut, ist das Gas, das sein Leer delayed. So. Ihr merkt, ich poke da nicht rein. Ich sehe, dass er keine dritte hat. Entsprechend hat er Units. So, mein Leer ist angedrückt. Wir haben uns Gas geholt. So, da kommt der Gegenpush. Jetzt ist die Frage: Units zurück oder gegenpushen? Ich habe inzwischen eine vierte Queen. Von wegen vierter Queen. Es sind nur 3 bisher. Gut, nur 3 Queens. Aber 3 Queens mit einem Spinecrawler, der gut positioniert ist. Der ist hier zwischen den Mineral Patches und dem Gas. Wenig Angriffsfläche. Ziemlich vorteilhaft. Wenn man mit den Queens die Choke zumacht, kann der Spinecrawler bis dorthin schießen. Deckt auch die Eco-Line ab. Ich fühle mich relativ safe. Also entscheide ich mich dafür, hier mit den Queens zuzumachen. Theoretisch. Außerdem hatte ich ein paar Roaches im Bau. Und entscheide mich, mit meinen Zerglingen Gegendruck zu machen. Aufpassen. Im ZVZ gilt immer, nicht einfach einen Haufen Zerglinge da reinjagen. Da steht 99%ige Wahrscheinlichkeit ein Baneling, gerade wenn man den Baneling-Nest schon gesehen hat. So, auf der anderen Seite, da meine Roaches schon draußen sind, werden diese Zerglinge kein Problem sein. Man muss nur aufpassen, dass die Banelinge nicht irgendwie einem in die Eco rennen. So, schauen wir erstmal hier vorne rein. Wir sehen die Zerglinge, die Banelinge. Und dann immer versuchen, gerade wenn in so einer Situation, hier kann man seine eigenen Roaches auf Attack Move hier nach hinten drücken, die schnappen sich die Zerglinge schon, das passt schon. Dann kann man sich hier drum kümmern, weil er muss hier rummicron, er muss seine Zerglinge hin und her bewegen, muss auf die Banelinge aufpassen. Dann kann man hier versuchen, das auszunutzen, indem man davon ausgeht, dass er seine Banelinge nicht einzeln im Griff hat. Wisst ihr, da kann man wunderschön einzelne Zerglinge gegen Banelinge tauschen. So, und sobald die Banelinge weg sind, ist Fütterungszeit. Kann man da reinrennen. Dass da gerade Zerglinge rauskam, ist natürlich jetzt gut, kann passieren. Auf der anderen Seite haben wir das hier geklärt. Ich glaube, es sind leider 2 Queens draufgegangen. Das kann passieren. Aber die dritte Base steht. Da kann man sich drüber streiten. Ich bin ein Fan davon, die dritte Base zu bauen, während die Natural angegriffen wird. Ist kontrovers. Weil das Problem ist, während er meine Natural angreift, bin ich natürlich in der Defense. Vorteil ist, er will meine Natural haben. Das heißt, er wird jetzt nicht plötzlich umschwenken, sich die dritte zu holen. Und wenn doch, naja, dann defende ich halt die dritte. Ob ich die dritte defende oder die zweite, ist mir mit Roaches ziemlich Banane. So. Wir sehen, er wird friedlich. Gut. Im ZVZ ist immer die Sache folgende. Wenn ich Roaches habe und er weiter Zerglinge baut, ist das ein starkes Indiz für Mutas. Auch super wichtig ist in dieser Situation, die gegnerischen Zerglinge anklicken. Es gibt nämlich auch eine alternative Spielart, und zwar nicht auf Mutas, sondern Zergling Upgrades. Wenn die Zerglinge Upgrades haben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er eine Art aggressiven Zergling Baneling vielleicht direkt into Infester Melee Styles spielt. Irgendwas selten, aber gibt's. Wenn die Zerglinge keine Upgrades haben, ist es höchstwahrscheinlich Mutas, weil er spart das gesamte Gas für die Mutas. So, Sporecaller. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Seht ihr? Kein Scouting-Info. Aber allein die Tatsache, dass er keine dritte Base hat und dass er so viele Zerglinge gebaut hat, deutet stark auf Mutas hin. So. Das sind Zerglinge, die versuchen immer ein bisschen rumzupoken. Nicht in Panik geraten. Ganz ruhig. Es sind nur Zerglinge. Man tauscht immer gut ab. Er will einen distracten, aber man darf sich einfach nicht distracten lassen. Es klingt jetzt einfach, aber praktisch heißt es immer, stress dich nicht. Egal, was du verloren hast, baue es neu. Immer in aller Ruhe. Halt deine Units zusammen, keine einzelnen Roaches durch die Gegend schicken. Am besten empfehle ich, die Roaches oder die Main Army an die dritte zu stellen, weil die immer Hauptangriffsziel ist. Und die Natural mit Queens und Spinecrawlern zu defenden. Kommt ein großer Angriff, kann man die Roaches immer noch zurückziehen von der dritten, weil in der zweiten normalerweise kann man sich relativ gut einwallen. Die Wall ist nicht nachzuempfehlen, also den Hydro Dent in die Wall zu setzen, aber
In dem Fall wollte ich eigentlich keine zweite Evo Chamber setzen. So. Da sind die Mutas bereits, wie angesagt. Die Overlords gegen Mutas verlieren ist ärgerlich, aber manchmal halt einfach nicht zu verhindern. So, ich hatte leider blöderweise vergessen, hier ein Spore-Collar zu bauen. Das kann einem schon mal passieren. Wichtig auch in dem Fall, keine Panik. In dem Fall sieht die Situation wie folgt aus. Ich habe wieder den Eco-Vorteil. Meine dritte läuft bereits. Er hat viele Zerglinge gewastet bei dem Versuch, sie zu kicken, was nicht funktioniert hat. Seine dritte ist erst im Bau. Das heißt, Eco-Vorteil bei mir, Aggressivitätsvorteil bei ihm. Er hat die Mutas. Und ab dem Moment sollte einem klar sein, okay, er wird jetzt versuchen, mir vorne, hinten, links, rechts, oben, unten Schaden zuzufügen. Er will jetzt überall versuchen, ein bisschen reinzupoken, ein bisschen Damage zu machen, seinen Eco-Nachteil praktisch wieder rauszuholen. Mein Job ist es, daran nicht zu krepieren. So. Das heißt, hier einfach nur am Leben bleiben. Einfach nur, spielt keine Rolle, was man verliert. Hier verliert man ein bisschen Eco, verliert man eine Queen. Macht nichts, einfach am Leben bleiben. So. Okay, hier die Mutas verscheuchen, Spore-Collar bauen. Man darf auch ruhig in so einer Situation, wenn man so einen dermaßen Eco-Vorteil hat, durchaus auch mal mit den Spore-Collern ein bisschen übertreiben. Die dritte ist super wichtig. Wenn ich die dritte verliere und auf zwei Base gehe gegen einen Mutas-Spieler, dann habe ich mich richtig gekocht. Dann bin ich richtig, dann habe ich mir ins Knie geschossen. Das darf nicht passieren. Übrigens, sehr wichtig, lasst eure Mutas und eure Goaches nicht immer geklumpt durch die Gegend rennen. Sehr viele Mutas-Spieler machen das, dass sie mit den Mutas, das ist Trick Nummer 1 praktisch, in die Main Base oder in die Natural reinfliegen, was Elz die ganze Zeit macht, und dann gleichzeitig mit den Zerglingen in die dritte. Sehr selten wird mit den Zerglingen in die Main gerannt. Und das heißt, Goaches an der dritten stehen lassen, wie vorhin schon gesagt, und die mit den Hydras in der Gegend rumrennen. Außerdem ist das Problem, dass die Goaches den Hydras sehr oft in der Gegend rumstehen. Sehr oft im Weg rumstehen und deswegen die Hydras langsamer vorankommen, weil bis die sich rumkümmeln und macht man sich selber das Leben schwer. So. Verdammt, ihr seht das Supply, ne? Ja, das kann ich nicht wegklicken. Merke ich jetzt erst. Okay, was soll's. Dann seht ihr das eben. Achtet nicht drauf, das seht ihr nicht. Falsche Seite. So. Okay, man verliert ein paar Overlords. Keine Panik. Man hat den Eco-Vorteil. In dem Moment, wenn man weiß, der Gegner ist aggressiv, ist es mein Job, eine Army aufzubauen, die seine praktisch am Ende schlägt. Ich muss mir jetzt keinen großartigen Eco-Vorteil mehr rausarbeiten, den habe ich schon. Ich will jetzt eine Army bauen, die mir safe ist. In der Situation spezifisch heißt das jetzt, er hat die Mutas. Das ist ein hohes Investment für eine sehr, sehr kleine Army-Value. Also die Mutas sind sehr kampfschwach gegen Hydras. Das Ergebnis ist jetzt unbedingt gucken. Jetzt muss ich wissen, was macht der Gegner als nächsten Schritt. Er hat bisher versucht, mir links und rechts immer ein bisschen Schaden zuzufügen. Ich habe mich stabilisiert. Ich stehe jetzt safe. Er hat den Job auch nicht besonders gut gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt safe. Was macht er jetzt? Wird er jetzt versuchen, für ein All-In zu gehen? Ist immer die Möglichkeit. Oder wird er versuchen, seinen Eco-Nachteil über sein Makro wieder rauszuholen? Im ZVZ sieht das konkret dann so aus. Er kann gehen Mutas, Zerglinge, Banelinge und entsprechend sau viele Banelinge bauen, die schlecht sind gegen Roaches, aber in einem großen Bust praktisch meine Army killen. Ist eine Möglichkeit. Oder er geht Roaches, Mutas, auch oft gemacht, und selten zu sehen Mars-Mutas. Mars-Mutas gibt es auch, meiner Erfahrung nach, relativ selten. Und je nachdem muss ich anpassen. Spielt der Mars-Mutas, brauche ich Mars-Hydras, eventuell mit Infestoren. Ich bin kein großer Infestoren-Fan, weil das sehr oft schief gehen kann, aber okay. Spielt er Mars-Banelinge, brauche ich sehr viele Roaches und nur ein paar Hydras. Spielt er Roach Mutas, das ist tricky. Dann muss ich aufpassen, dass ich genau die richtige Kombination aus Roaches, Hydras habe. Habe ich zu viele Hydras, kill mich die Roaches. Habe ich zu viele Roaches, kill mich die Mutas. Tricky. So, wir gucken uns kurz an, was haben wir hier? Aha, wir sehen noch nicht viel. Roaches. Habt ihr gesehen? Da ist die Zergling extra nochmal hin. Hab's bestätigt. Wichtig auch in so einem Fall, klickt die gegnerische Unit an. Ich habe es jetzt angeklickt. Werdet ihr gleich sehen, Moment. Na? Sieht man meine Klickdinger nicht? Nö. Ich erinnere mich, ich habe sie angeklickt. Ich habe gesehen, 1-0 Upgrades. Bei mir 2-0 Upgrades. Gutes Zeichen. So, ich habe die vierte im Blick, auch super wichtig. Gegen einen aggressiven Gegner. Er hat immer noch den Mobilitätsvorteil durch seine Mutas. Ist die vierte zu nehmen sehr tricky, weil ich brauche meine komplette Army da drüben, falls er mit Roaches kommt. Falls er also mit seiner Army hier rumläuft und mir in die Base reinpokt. Dann steht aber die dritte leer.
Splitte ich meine Army, riskiere ich, dass ich sie auf beiden Seiten verliere. Ist eine tricky Sache, deswegen lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, weil ich weiß, ich habe ja den Eco-Vorteil. So. Ich werde jetzt für einen Push gehen. Es ist kein spezielles Timing, also ich habe jetzt nichts mit der Uhr am Hut. Die Upgrades sind auch way not fertig. Aber es geht einfach darum, ich habe meinen Upgrade-Vorteil gesehen. Ich habe gesehen, ich habe ein höheres Upgrade und ich will expandieren. Es lohnt sich immer, die Expansion praktisch in Deckung eines Angriffes zu ziehen. Und ab und zu empfehle ich euch auch, gerade wenn der Gegner aggressiv spielt. Moment, kurz hier die vierte. Gerade wenn ihr einen aggressiven Gegner habt, das heißt, ihr seid in der Defense. Wie ich jetzt die ganze Zeit. Ne? Ihr habt gesehen, ich bleibe hier die ganze Zeit eigentlich in meiner Main, weil er die Mutas hat. Empfehle ich euch sehr oft, gerade gegen Zerg-Spieler, rauszupoken. Nur ein bisschen. Das heißt, nur von hier, ihr habt es gesehen, mit den Hydras hier vorne, ein paar Mutas erschrecken, hierhin, ihn sehen lassen, ich komme jetzt raus und zurück. Das reicht. Weil er sieht, oh, oh, er kommt. Er weiß, dass ich die größere Army habe. Ich habe sie eigentlich nicht. Also, ich habe mehr Army-Supply, aber das ist jetzt nicht gerade überragend viel. Aber er muss jetzt in dem Moment Army bauen. Das heißt, eventuelle Drones, die er brauchen könnte, Upgrades, Tech, alles, was er brauchen könnte, wird jetzt zurückgestellt. Er braucht jetzt Army. So. Jetzt ist genau die Sache, ne? Die vierte verteidigen und dafür die dritte praktisch mehr oder weniger stehen lassen. Ich empfehle in dem Stadium des Spiels auch immer zusätzliche Base Defense bauen. So ein, ihr seht es hier, auch ein Sporkroller nur für den Übergang. Hier auch zwei zusätzliche Sporkroller. Es lohnt nicht einfach hier zu riskieren, seine dritte an 15 Mutas, an 10 Mutas zu verlieren oder an 6 Roaches. Lohnt nicht. So. Sobald man Supply Cap erreicht, für einen Angriff gehen. Immer eventuell zurückziehen können, aber für einen Angriff gehen und tacken. Einfach höheren Tack gehen. Man hat Ressourcen, man hat momentan sie für nichts auszugeben, weil man ist Supply Cap. Ich kann keine Eco bauen, ich kann keine Army bauen. Also, okay, kümmern wir uns mal um einen Angriff hier. Ihr seht, ich gehe nicht direkt für die Mainbase. Ich gehe hier nicht frontal Mainbase. Ich renne ein bisschen durch die Gegend. Er kann keine viel größere Army haben als ich. Also ein bisschen in der Gegend umrennen, ein bisschen erschrecken, bringt überraschend viel. Hier ist der Runby, wie erwähnt. Deswegen der Spinecaller hier. Im Nachhinein gesehen hätten es zwei zusätzliche Spinecaller auch irgendwie, wäre nicht schlecht gewesen. Wenn es vermeidbar ist, dann nicht mit der ganzen Army zurückrennen wegen 6 Zerglingen. Das, warum? Also, ich habe hier die komplette Army vorne. Ich mache schön Druck. Ich verhindere seine vierte. Die vierte steht sowieso nicht. Ihr merkt, hier ist auch die Roach direkt zu vorhanden. Also nicht mit der ganzen Army zurück. So, ein bisschen was killen. Nicht stressen. Nicht stressen. Wir haben die wertvollere Army. Wir haben die höheren Upgrades. Wozu die Eile? Da stehen zu bleiben war extrem blöd. Ich stehe hier ziemlich doof da. Also die Upgrade-Vorteile sind inzwischen raus. Er hat wahrscheinlich Double Upgrades gezogen. Double Evo Chamber. Ich hab's heute. Ah! Und ich stehe hier echt beschissen. Das, glaube ich, muss ich keinem erklären, was ein Konkav ist. Ich versuche mich hier ein bisschen rauszuziehen. Aber das... Ich versuche hier... ist nicht. Wichtig in so einem Fall, mit Roaches nachsupplyen. Wenn man einen Großteil der Army verloren hat, Roaches nachschieben. Roaches sind sehr effektives Supply. Sie brauchen viel Supply, aber ich habe ja viel Supply verloren. Also Roaches sind besser als Hydras in dem Fall, weil sie einfach mehr verkraften. Und ist auch mal verkraften, wenn sie mal nicht perfekt irgendwie in der Konkave stehen. Wenn die Hydras schlecht stehen, sind sie nutzlos. Hydras an vorderster Linie, nee, das will man nicht haben. Und gerade wenn ich hier so auf halbem Rückzug bin, ist nicht zu erwarten, dass er mich neu formieren lässt. Also in dem Fall, Was ich auch empfehlen kann, ist etwas dieser Art. Auf der einen Seite zurückziehen und davon ausgehen, dass die ganzen gebauten Roaches, ich habe hier einen Haufen Kokons mit Roaches, dass die alle rechtzeitig da sind, ist ein bisschen risky, aber es lohnt sich. Und auf der anderen Seite für einen Push gehen. So, zurückziehen, hier formieren und dafür einen Push. Den nicht mit Attack Move ins Beincrawler reinrennen lassen, das ist chronisch doof, aber... Auch wichtig zu bemerken sind Upgrades vom Gegner. Wer hat zum Beispiel gerade gemerkt, dass er die Tunneling Claws hat? Seine Roaches haben Tunneling Claws. Das ist wichtig, das heißt immer Overseer durch die Gegend schleifen. Ich finde seine Entscheidung ein bisschen fraglich, nachdem man Mutas gebaut hat und den Gegner praktisch gezwungen hat, an jede Base einen Arsch voller Sporecrawler hinzustellen, dann auf Tunneling Claws gehen, aber hey.
So. Seine vierte ist wieder hinter meiner. Das heißt, ich habe wieder den Eco-Vorteil. Das heißt, ich muss es jetzt nur noch praktisch nach Hause fahren. Na, da kommen die Tunneling Claws. Die zwei Spycaller regeln da recht gut. Ich habe dann trotzdem die ganze Army zurückgezogen. War ein bisschen tricky. Also wenn das jetzt richtig gespielt hätte, wäre jetzt hier so ein Stoßtrupp gekommen. Wenn da jetzt, sagen wir mal, 30 Zerglinge gekommen wären, die hätten die Hedge so zerrissen. War ein bisschen, war jetzt nicht ideal gespielt. So, auf in dieser Position, das heißt Hive-Tech gegen Hive-Tech, Roach Hydra gegen Roach Hydra, ist die Frage, will ich Ultras, will ich Broodlords, will ich Infestoren oder will ich Vipern? Ich stehe auf Vipern, ehrlich gesagt. Die sind ein bisschen mobiler. Er wird höchstwahrscheinlich, das ist abzusehen, wenn er den Spire schon hat, wird er auf den Greater Spire gehen und Broodlords bauen. Ist klar. Das heißt, man muss entsprechend relativ schnell Druck machen. So, jetzt wird ein bisschen gewartet. Meine Aufgabe ist jetzt praktisch, ja, nicht an dem Mutter zu sterben. Ihr merkt, ich habe schon wieder vergessen, Sporkoller zu bauen. Ich habe seit Ewigkeiten, 3 Tage keine Sporkoller mehr gebaut und habe in der ganzen Base hier keine stehen. Macht nicht solche Fehler. Wenn ihr schon Base Defense baut, spart nicht an dem einen Sporkoller. So, dass die jetzt hier hinten rumdümpeln, ist keine Absicht, weil ich bin hier vorne eigentlich für einen Angriff mit den Roaches. Ich habe sie wieder gesplittet, wie ihr bemerkt. Hydras hier hinten gegen die Mutas, Roaches hier vorne. Mutige Entscheidung, meiner Ansicht nach, auch im Nachhinein. Die Sache ist einfach die, Hydras und Roaches zu trennen ist gefährlich. Wenn er jetzt für einen Push kommt, sterben meine Hydras ganz jämmerlich. Aber ich wollte ihm unbedingt die dritte wegnehmen, die vierte wegnehmen. Er zieht sich jetzt auch hier zurück. Jetzt werden meine Roaches hier alleine sterben, weil sie den Hydras Support und den Viper Support nicht haben. Das habe ich jetzt auch hier gerochen und wollte mich jetzt hier über die Flanke zurückziehen. Ich hatte erwartet, dass er über diese Choke Point kommt. Wichtig ist immer zu wissen, wo die gegnerische Army ist. Ihr müsst sie nicht sehen, ihr müsst nur wissen, wo sie ist. Wenn er hier zum Beispiel ist, hier haben wir vorhin seine Army gesehen. Da haben wir Vision. Offensichtlich ist er also da lang gelatscht. Hier, über diesen Weg. Also wird er, wenn er einen normalen Attack Move macht, über diese Choke kommen. Also ist das ein echt schlechter Rückzugsweg. Das heißt, da lang zurück. Dass er jetzt das gleiche gedacht hat und hier lang gelatscht ist, kann passieren. Sowas übrigens auch super gut. Einfach einen kleinen Teil der Army zurücklassen, um die trotzdem das Ziel des Angriffes noch zu killen. Ich kann mich hier zurückziehen oder mich dem Fight widmen, während die paar Roaches hier ihren Job erledigen, weil den Fight verliere ich sowieso. So, gut. Da versuche ich mich so gut wie möglich zu verkaufen. Aber das ist offensichtlich verloren. Hier die Hydras sollten kommen, um zu helfen. Ihr werdet aber gleich sehen, dass ich die Hydras und die Vipern zurückziehe, weil ich sage, ich sehe den Fight verloren und sage, okay, und tschüss, Leute. Die Roaches, auch wichtig, nicht einfach seine gesamte Army zurückziehen. Man muss differenzieren. Nicht mit F2 arbeiten, das habe ich, glaube ich, so oft gesagt. Nicht mit F2 arbeiten, weil F2, schlimm. Weil dann latschen die voll in die Army rein. So. By the way, ein kleiner Run-By. Ist übrigens ein Tipp, den ich sehr gerne gebe. Wenn man sich eines Angriffs widmet, wie vorhin hier, ich renne hier rein für den Angriff, baut einfach ein paar Zerglinge, ich kann doch eigentlich zurückspulen, das ist doch ein Replay. Baut ein paar Zerglinge, mal sehen, ob ich jetzt den Punkt treffe, wo ich das gemacht habe. So, kurz ein bisschen beschleunigen. Da. Seht ihr das? Hier sind Zerglinge im Bau. Mit dem Waypoint dahin. Wenn ich jetzt beschleunige, achtet mal auf die Minimap, da laufen sie. Seht ihr sie? Die kleinen Punkte hier? Da sind sie. Das ist während hier diese Mutas waren. Laufen hier die Zerglinge hin. Die parken dort kurz, hier kommt seine Army. Da war der Gegenpush. Da zieht er sich zurück. Und in dem Moment, die Zerglinge nehmen, in die Main Base, nicht mit Attack Move, weil sonst rennen sie wieder in die Spine Column und greifen an, sondern Move-Befehl. Bitte nicht bis in die Eco-Line. Kann man machen, aber man verliert sehr viel Potenzial. Move-Befehl bis in die Main-Base und dann Attack-Move zum Beispiel dahinter. Das Ergebnis ist, ich brauche mich nicht mehr um die Zerglinge kümmern. Die greifen an, was da ist. Meistens Screens, Drohnen. Ja gut, Zerglinge sind ziemlich schlecht gegen Mothership-Core. Die finden sich schon was zum Angreifen. Die kümmern sich darum. So, hier kommt die ganze Schose hier. Und die Zerglinge hier killen inzwischen eine Queen, eine 2, distracten ihn halt auf jeden Fall. Und vor allem gerade gegen Zerg ist das sehr vorteilhaft. Sie verhindern das Reinforcement. Weil das Reinforcement ist normalerweise mit in der Gruppe, in der Angriffsgruppe.
Und wenn er mit Attack Move hierhin latscht, wird alles, was hier schlüpft, erstmal auf die Zerglinge losgehen. Und in dem Fall sind es nur drei Roaches, aber sehr oft sind es mehr als drei Roaches, weil Zerglinge Zerg ja so in Schwüngen baut. So, da kommt sein Angriff. Wieder Reinforced mit Roaches. Meine Upgrades sind inzwischen durch übrigens. Empfehle ich nur. Upgrade-Vorteil ist immer gut. Vor allem in späten Stadien des Spiels ist, was sind denn 200, 200? Seht euch die Ressourcen an. 200 Mineralien, 200 Gas für das 3er Attack Upgrade? Kommt schon, das ist ja nix. So. Und jetzt seht euch das an. Diese Roaches hier haben diese Base gekickt, sind hier hinten durch und kicken diese Base. Das ist eine Handvoll Roaches, das ist nichts. Aber die kicken seine vierte und seine dritte. Dieser Angriff, es spielt schon keine Rolle, wie der läuft. Er kann die Base killen, okay. Selbst wenn er diese Base killt, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, da habe ich mich verklickt. Selbst wenn er diese Base killt, selbst wenn er irgendwie diesen Angriff gewinnt, er wird nicht das Game gewinnen mit diesem Push. Und ich habe diese Base am Laufen, gut defended. Das heißt, vor allem da die Roaches hier, nachdem sie die Base gekillt haben, mit dem Move-Befehl in die Eco geschickt habe, also in die, kann ich sehen, wo ich nicht sie hingeschickt habe? Ne, die stehen hier schon. Kommen wir kurz zurück. Das war zu viel. Moment. So. Schleunigen wir ein bisschen. So, seht ihr? Hier ist dieser kleine Attack-Squad. Die große Main-Army wird geopfert, um die Paar zu retten. Klingt doof, aber die stirbt sowieso. Also kann ich immerhin noch das Beste draus machen. Seht ihr? Da latschen die hier hinten rum. Mit Attack-Befehl dahin. Und ich sammle mich hier hinten wieder. Da kommen Roaches. Immer darauf achten, sofort, wenn man Supply verliert in so einem Stadium des Spiels, nachsupplyen. Gerade gegen Zerg. Er wird immer pushen. Er wird immer einen Gegenattack machen. Also sofort nachfüllen. Sollte dann am Ende doch kein Push kommen, kann ich mit meinen 200 Supply pushen und entsprechend, sagen wir mal, ein paar Roaches wegschmeißen. Also pushen, ein bisschen angreifen. Und dann sehe ich, läuft nicht. Ziehe ich mich zurück und habe 10 Supply freigemacht für was auch immer. Sehr vorteilhaft ist dann auch, wenn man schafft, dann zu denken, neuen Tech einschlagen. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall den Spire. Die klären hier die Base. Und ich sammle mich hier neu. Das ist jetzt die gleiche Situation, wie sie vorhin hier war. Er kommt hier so tröpfchenweise ran. Und ich komme als ganzer Block. Dass ich da reingerannt bin, war nicht so ideal. Aber hier, die killen. Hier ganz fleißig alles Mögliche. Er hat seine dritte verloren. Er hat seine vierte verloren. Selbst wenn dieser Angriff besser gelaufen wäre. Das war's jetzt. Das wird er jetzt auch gleich einsehen. Er hat Corruptor. Also ihr seht, er wollte Broodlords bauen. Aber das ist es auch immer die Sache mit den Broodlords. Broodlords sind super geil. Gerade mit dem Roach gegen Hydra. Gerade Roach gegen Hydra sind Broodlords super gut. Kann ich nur empfehlen. Ich finde sie besser als alles andere zu diesem Zeitpunkt. Die Sache ist nur, sie sind langsam, das ist sowieso klar. Und sie brauchen ewig. Sie fressen sehr viel Supply. Ich brauche als Corruptor und ich will ja nicht ein Broodlord. Ich will ja überraschen mit 5, 6 Broodlords. Das heißt, ich brauche erstmal 5, 6 Corruptor. Das ist halt schon mal 10, 12 Supply, die mir in der Army fehlen. Das kann gerade, wenn man die Upgrades hinten liegt, ist das halt fatal. Und ganz wichtig in so einer Situation, nichts forcieren. Warum? Ich muss doch nicht. Also, dass ich jetzt hier reinrenne, ist, ja, Ungeduld. Da sind die Broodlords im Bau, aber es ist zu spät. Also, da kommen wieder noch ein paar Zerglinge nach, aber okay. Also, so ein paar... Ein bisschen was zu meinen Gedanken. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen. Es geht auch immer darum, dass ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, während ich spiele. Wo stehe ich? Bin ich der Aggressive? Muss ich jetzt Druck machen? Oder ist er der Aggressive und wird er jetzt Druck machen? Wenn das jetzt ein Putt ist, bin ich im Vorteil? Habe ich den Eco-Vorteil? Kann ich mich entspannt zurücklehnen oder muss ich angreifen? Ihr habt gesehen, ich war meistens in diesem Spiel der mit dem Eco-Vorteil. Entsprechend habe ich mich nie großartig bemüht, unglaublich stark irgendwo reinzupushen. Ein paar kleine Runbys hier und da. Aber warum soll ich denn? Ich habe doch nichts zu gewinnen. Ich habe den riesen Eco-Vorteil. Wenn das Spiel ins Late-Game geht, gewinne ich. Ich habe den Eco-Vorteil das ganze Game über gehabt. Also muss er schauen, dass er das große Risiko eingeht, mir irgendwie Schaden zuzufügen. Wenn er es nicht schafft, habe ich gewonnen. Entsprechend, warum soll ich das Risiko tragen? Das ist es auch. Andersrum, er wusste, er muss das Risiko eingehen, weil Eco-Vorteil hat er nicht.
Also muss er High Risk gehen und versuchen, Schaden zu machen. Hat nicht geklappt. Entsprechend habe ich das Spiel mit heimgenommen. So. Ich hoffe, diese Analyse hat euch einigermaßen gefallen. Beziehungsweise einigermaßen was gebracht. Wie komme ich denn hier raus? Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ja, schreibt mir in die Comments. Wenn ihr etwas Spezielles wissen wollt oder irgendwie so in die andere Richtungen über andere Themen was erfahren wollt, schreibt es mir auch in die Comments. Ich bin immer offen für neue Ideen und so weiter. Und ach ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst mir auch gerne ein Nicht-Däumchen hier, dann weiß ich zumindest, wie es ankam. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß noch.